Der Robert meinst du, ne? Der gute Robert Kiyosaki, er hat schon Ahnung von dem, was er sagt. Also ich würde viele belächeln das immer und all sowas. Und ja, Dirk Müller, der lachen ihn auch viele aus, sagen, ja, der hat auch, der sagt das schon seit Jahren. Viele prophezeien das. Ich meine, wir sind ja, wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist und sich mal einfach anguckt, was der DAX hier zum Beispiel gemacht hat. Ich gehe mal auf den Weekly Chart. Schaut euch das mal an. Wir haben hier Krisenzeiten gehabt. Schaut euch das an, was der macht. Ein Hoch nach dem anderen wird hier gesetzt. Künstlich. Die Wirtschaft bricht komplett ein weltweit. Und wir setzen hier. Das war die Corona-Phase hier. Einmal nur kurz runter. Die Wirtschaft weltweit bricht ein und das Ding setzt neuere Allzeithochs. Genau wie der Dow Jones auch. Das war die Corona-Phase. Seit dann bricht die Weltwirtschaft komplett ein. Über 30%. Was passiert? Das Ding geht durch die Decke. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Die Zeit ist halt das Schlimmste oder das Schwerste zu prophezeien. Das kann man sehr schwer. Aber wenn man sich das ein bisschen anguckt und sich die gesamtwirtschaftliche Lage der Welt ansieht, ja, dann muss man irgendwas mit der Intelligenz haben, um nicht zu verstehen, dass das künstliche Blasen sind, die sich hier aufbauen und die irgendwann platzen müssen. Das Problem ist halt, solange es Käufer auf dem Markt gibt, werden wir diese Tiefs nicht erreichen oder diese Crash nicht kommen. Das Problem wird erst dann entstehen, wenn irgendwann die Käufer sagen, okay, jetzt haben wir ein bisschen Schiss, ne? Wie weit soll das noch hochgehen und hören dann auf einzukaufen. Wenn der Markt dann anfängt seitlich zu flaggen, das wird ein Riesenproblem, weil das wird der Zeitpunkt sein, wo viele dann anfangen werden, Panik zu kriegen und sagen, okay, pass mal auf, jetzt fangen wir langsam an, stärker seitlich zu flaggen und guckt euch doch mal an, was gerade passiert. Guckt euch an, was passiert. Das ist kein starker Anstieg mehr hier in diesen Bereichen. Wir fangen schon langsam an, seitlich zu flaggen. Und das ist die Gefahr. Wenn wir aufhören, eine große Menge an Käufern zu haben, dann fangen die Probleme an. Und wenn, wie wir das in diesem Bereich hier hatten, Hedgefondsmanager reingehen in die Börse, um anfangen mit Hebel zu traden, das ist immer ein riesen Warnsignal gewesen, dass wir kurz vor einem riesen Crash stehen. Weil die werden den Markt irgendwann komplett dumpen. Das ist ein riesen Problem. Aufgrund ihrer Fehleinschätzung, Fehlkalkulation werden die richtig viel Geld miese machen. Was das dann mit dem Markt macht, weiß ich nicht. Müssen wir dann schauen. Also dann steht ein riesen Crash bevor.